Hey, Chomper, was ist denn los? Ach, na ja, eigentlich nicht viel. Ich muss nur eine neue Höhle finden. Ha. Immer stimmt irgendwas mit Chompers Höhle nicht. Japp, japp, japp. Nein, nicht immer. Ruby und ich sind sehr froh, dass eure Familien uns die geheimen Höhlen überlassen haben. Mhm. Besonders wegen Rotklaue und seiner Schnellschnapper, die sich im geheimnisvollen Jenseits rumtreiben. Schön. Und was ist diesmal mit eurer Höhle, Chomper? Na ja, sie leckt. Es ist eine Höhle. So schlimm kann das doch nicht sein. Kommt mit, ich zeig's euch. Mit dem großen Himmelswasser letzte Nacht kam auch das Wasser von der Decke. Ich könnte bei den Geräuschen auch nicht schlafen. Nein, nein, nein. Die letzte Nacht war schrecklich. Ja. Mhm. Vielleicht hätten wir hier nicht so viel Wasser, wenn Chomper nicht diese Löcher gemacht hätte. Ja, also... Ich würde sagen, wir machen uns einfach auf die Suche nach einer neuen Höhle. Hier unten? Petri kriegt großes Angst. Ich weiß nicht, Chomper. Es wird Spaß machen. Ein Abenteuer. Hier zu dunkel. Wir besser gehen zurück. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Na schön, aber in dieser Richtung ist die Luft frischer. Ich würde sagen, wir gehen da lang, wo wir am besten sehen können. Super gemacht! Nein, ja! Toll! Wenn wir den Weg gehen, den wir sehen können, dann sehen wir den Weg, den wir gehen können. Zera? Also, ich denke... Alles klar, dann gehen wir hier lang. Ruby, du hast dasselbe wie ich gesagt, nur viel größer. Und alle haben dir zugehört. Wenn ich so groß reden könnte, dann würden mir auch alle zuhören. Das wäre sehr schön. Solange du nicht so laut bist, dass alle einen Schreck bekommen. Wie die Rotklaue? Ja, so wie Rotklaue. Hey Leute, das müsst ihr euch ansehen. So interessant ist dein Schwänzchen nun auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Mir nach, Freunde. Was ist das hier für ein Ort? Das ist eine Höhle der vielen Stimmen. Hört mal her. Hallo, hallo, hallo. Wow, sie antwortet. Das muss ich auch versuchen. Hauga, hauga, hauga. Oh nein, was ist das? Wow, das war ja richtig laut, Ducky. Ja, ich bin beeindruckt. Oh, jetzt klinge ich auch richtig groß. Ja, ja, ja. Wenn ich hier drin laut sein kann, Ruby, vielleicht kannst du mir zeigen, wie das auch im großen Tal geht. Du glaubst, dass ich so laut rede, weil ich größer bin als du? Aber wenn du größer wärst als du, dann würdest du auch lauter sein, glaub mir. Hm? Aber dann wäre es nicht mehr so laut für dich. Also, willst du mir helfen, lauter zu sprechen? Bitte? Nun ja, ich kann's ja versuchen. Ich großer Flieger! 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 Wuhu! 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 Baumsterne! 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 Hey Freunde, von dem vielen Rufen habe ich Durst bekommen. Und Hunger auch. Was glotzt du mich so an? Chomper, draußen im großes Tal habe ich Nest mit stinkende Summedinger gesehen. Das wird dich gefallen. Hey, das klingt super toll. Na dann los. Danke, Petri. Diese stinkenden Summedinger waren zwar scharf, aber gut. Ich nicht gerne Einzelheiten hören, aber gern geschehen. Wer hat Lust, noch ein paar Höhlen auszukundschaften? Hey, wir essen noch, Chomper. Ihr Flachzähne braucht aber ganz schön lange fürs Essen.
Chomper, geh doch schon mal vor. Wir holen dich dann ein. Ja, alles klar, Littlefoot. Wo Ruby und Ducky? Ducky, ich habe darüber nachgedacht, also hör mir gut zu. Um groß zu sprechen, musst du dich auch groß fühlen. Also, wenn du groß denkst, dann redest du auch wie ein Großer. Ich könnte an große Sachen denken wie diesen Baum. Der ist groß. Gut, und jetzt sei der Baum. Ich kann doch kein Baum sein. Nein, nein, nein. Aber du kannst dir vorstellen, so groß wie der Baum zu sein, richtig? Oh, na gut. Ich stell's mir vor. Ich bin ein Baum. Sehr schön. Und jetzt, wo du dich groß fühlst, sprich auch groß, Ducky. Danke, Ruby. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hey, Ruby. Ducky? Kann ich ein paar Baumsterne haben? Na ja, klar. Hier. Hey, versuchst du irgendwie anders zu sprechen, Ducky? Ja, das tue ich. Oh ja, ja. Ich meine, ja, Zera. Seit ich mich groß fühle, spreche ich auch größer und lauter. Na ja, es würde helfen, wenn du ein kleines bisschen länger wärst. Eines Tages wird sie auch größer sein. Freunde! Hey, Freunde! Stellt euch vor, ich habe eine tolle neue Höhle gefunden. Kommt mit, die müsst ihr euch ansehen. Tja, Chomper, die ist, naja, ganz nett. Ja, irgendwie sehr höhlig. Schön, dass sie euch auch gefällt. Das Beste daran ist, keine Steinzähne. Klingt, als wäre noch jemand anders in den Geheimhöhlen. Tja, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wer das ist. Das Loch, das Mike gemacht hat, sieht jetzt viel größer aus. Da draußen ist das geheimnisvolle Jenseits und... Oh nein, das ist Rotklaue. Und Schnellschnapper. Nicht merken, dass wir hier sind. Der Schafzahn darf nicht hier drin bleiben. Nein, nein, nein. Jetzt schrei hier nicht so rum, Ducky. Oh, Zera! Ja, genau, Spike. Dann können wir mit den Ranken Steine nach unten rollen lassen und den Eingang verschließen. Vielleicht können Ruby und ich Rotklaue aufhalten, während ihr Hilfe holt. Ihn aufhalten? Wie ein Appetithäppchen? Hört zu, wir müssen zusammenhalten. Wenn die Höhle der vielen Stimmen unsere Körper nur auch so groß machen könnte wie unsere Stimmen. Ducky, das ist es. Wisst ihr noch, wie das Echo Petri Angst eingejagt hat? Oh, ich noch ganz genau weiß. Wenn ihr Rotklaue und seine Schnellschnapper irgendwie in die Höhle der vielen Stimmen locken könntet, können wir von drinnen tun, als wären wir ganz viele. Und vor allem viel größer. Wir brüllen, als ob wir größer und stinkesauer wären. Ist kein Problem. Kein Problem für dir.
stillstehen, kann uns Rotklaue nicht sehen. Ja, aber er kann uns immer noch riechen. Hey, wir sind schon fast in der Höhle der vielen Stimmen. Ja, das sind wir. Aber der Scharfzahn wird uns sehen, wenn wir da lang gehen. Mich sieht er vielleicht nicht. Ich bin ja ganz klein. Ganz verwirrt. Das ist unsere Chance. Hauga! 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 Ducky, du hast mit deinem Gebrüll dem Scharfzahn Angst gemacht. Ich bin klein, aber ich kann mir vorstellen, groß zu sein. Und jetzt können wir alle zusammen brüllen. Hat geklappt. Schnellschnapper sind weggerannt. Chomper, du kannst mit dem Scharfzahn sprechen. Sag ihm, er muss verschwinden, weil eine große verärgerte Herde unterwegs hierher ist. Alles klar. Verschließen. So, und jetzt schnappt euch alle eine Ranke und zieht! Jetzt, wo Rotklaue nicht mehr hier ist, ist es eine super tolle Höhle. Du warst sehr tapfer und mutig, Ducky. Ja, ohne deine Anschleichung, wir hätten nie geschafft, in die Höhle herein. Manchmal ist es wirklich besser, klein zu sein als groß. Aber eins weiß ich, tief in mir drin werde ich immer groß sein. Japp, japp, japp. Versteckt euch, Freunde! Ein Baumstern, zwei Baumsterne, drei Baumsterne, vier Baumsterne. Schon wieder unser Versteck auf.
dich gefunden. Du hast mich nicht gefunden. Hab ich doch. Ich hab dich da gesehen und jetzt bist du hier. Also muss ich dich auch gefunden haben. Ruby hat recht. Sie dich gefindet. Du bist dran, Sarah. Japp, japp, japp. Wie kann ich dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt hab? Sarah, ist alles in Ordnung? Nein. Ich hab Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, ieps, und dich bei ihr entschuldigen. Jetzt sagst du einfach, ups, ieps, zu Tria und dass dir die Sache mit dem verlorenen Stein leid tut. Das ist ja schön und gut, Ducky, aber das reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Hey, wie wär's, wenn wir Tria alle Baumsterne bringen, die wir aufgehebt haben? Bevor wir bei ihrer Schlafstelle sind, hat Spike sie längst aufgegessen. Ich weiß was. Wir könnten ihr ein paar Fusselkrabbler oder ein paar Bummflieger bringen. Die hast du alle aufgefuttert. Ich weiß was. Wir können doch zur Schlucht der Glitzersteine gehen und Tria einen neuen Stein bringen. Super, ja! Petri, was ist denn los? Ich... nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Schlucht der Glitzersteine in die Nähe von Rauchenden Berg. Ja, und? Ich nicht mag Rauchender Berg. Das ist ein böser Ort, viel zu rauchig. Also, das verstehe ich nicht. Was ist denn am Rauchenden Berg so schlimm? Das sind großer schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig. Hey, hör mal, niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar, danke. Moment, Sie denken, ich ängstlich? Oh. Ah. Hey, wartet auf mir! Rauchende Berg. Wow, der Rauchende Berg ist ja tatsächlich ein Berg, der raucht. Manche nennen ihn auch den Krachberg, weil er manchmal Krach macht. Er macht Krach? Wow. Seht euch das an. Der Rauchende Berg ist wunderschön. Ja, wirklich. Finde ich auch. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht wahr, Petri? Nein. Und die Schlucht der Glitzersteine ist gleich da drüben. Wir laufen einfach über den Rand und 1, 2, 3, fix sind wir da. Siehst du, Petri, hier gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Petri nicht ängstlich, klar? Petri keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Petri, tu's nicht! Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Nicht hätte tun sollen.
liegt jetzt der Berg sauer auf mir. Ich flieg ja schon! Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchender Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliegen drüber, ihr macht Bumm. Ich hör auf mit Fliegen, ihr macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Hey, ich denke, wir sollten uns lieber beeilen, bevor es dunkel wird. Jetzt verstehe ich auch, warum der Ort Schlucht der Glitzersteine heißt. Seht euch das mal an! Oder den hier! Und hier ist ein ganzer Haufen! Ach, sind das viele. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Hier, der! Das ist der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren habe. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen. Oh, schnell, haltet ihn fest. Ich hab ihn. Oh, oh, ich hab ihn doch nicht. Das ist nicht gut. Nein, das alles meine Schuld. Rauchberg immer noch sauer auf mir. Stinke sauer. Wir müssen aus der Schlucht raus, bevor die fliegenden Feuersteine den Berg runterrollen und uns den Weg versperren. Tera, was machst du da? Ich bin hergekommen, um einen Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Zurück in die Schlucht! Beeilt euch! Ich will nicht. Hey, wo willst du hin? Oh, oh. Legt einen Zahn zu, ihr Lahmdinos! Wenn wir da oben raufkommen, sind wir sicher! Schnell, mir nach, Freunde! Worauf wartet ihr noch? Nicht so, Spike! Oh, je! Oh nein!
Vorsicht, nicht stehen bleiben! Hab dir, Ducky! Oder auch nicht. Zieh dich hoch, Spike! Oh nein, nie wieder Glitzersteine. Nein, nein, nein! Petri, du musst Hilfe holen. Ich flieg hier nicht. Nein, dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Petri, ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Liegt es etwa an mir oder ist es plötzlich heißer geworden? Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern. Aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Jap, jap, jap. Freunde, wir kommen! Petri, du bist der Größte! Großmutter! Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot. Na dann kommt an Bord, Kinder. Ich bring euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen. Tia! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Sera, pass auf! Oh nein! Ups. Es tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Hallo, kann mir mal jemand helfen, das Ding von meinem Horn abzumachen? Los, kommt, Freunde! Packt alle mit an! Oh. Ruby, hast du dir wehgetan? Dodecarino, mein Stern! Ich sehe auch manchmal Sternen, wenn ich falle. Nein, mein Schlüpftagstern. Seht ihr? Das ist der da oben rechts. Er ist etwas Besonderes. Man sieht ihn nur in 3 Nächten in der kalten Zeit. Er ist nur 1 Fuß breit von der Nachtscheibe entfernt. Mein Schlüpftagstern. Schlüpftag? Was ist denn das? Das ist der Tag, an dem man aus dem Ei schlüpft. Meine Mama hat gesagt, derselbe Stern war an derselben Stelle an demselben Tag, an dem ich aus dem Ei geschlüpft bin. Ach ja! Und als wir das geheimnisvolle Jenseits verlassen haben, war auch dein Schlüpftag. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Schön, dass wir diesen Tag noch zusammen verbringen können. Ja, finde ich auch. Ich liebe euch, sagt nicht aus, wie sehr ich euch liebe. Oh. Wir haben dich auch sehr lieb, Rubylein. Ich vermisse euch jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht weg bin. Du musst lernen, wie Chompas Freunde im großen Tal zusammenhalten, meine Kleine. Ja, Ruby. Dieses Wissen kann uns eines Tages retten vor... Rotklaue!
Schnell, beeilt euch, Kinder. Schnell, Ruby. Komm, Ruby, da lang. Felsen. In der Richtung liegt das große Tal. Los, komm! Auf Wiedersehen. Das war der letzte Tag, an dem ich meine Familie gesehen habe. Entschuldigt, Freunde. Schlüpftage mit meiner Familie waren immer so fröhlich. Wenn ich daran denke, werde ich ganz traurig. Ich wollte dich wirklich nicht traurig machen, Ruby. Los, komm, spielen wir noch ein paar Schattenspiele. Danke, Chomper. Aber mir ist jetzt nicht mehr nach Spielen zumute. Ist dein Schlüpftag, Rubilein. Und es ist wichtig, dass du sauber bist für deinen Festtag, weißt du? Ach, meine Kleine, ein Schlüpftag ist immer ein ganz besonderer Tag. Warum werde ich bloß immer so traurig, wenn ich an meinen Schlüpftag denke? Ich wollte Ruby doch gar nicht traurig machen. Ich wollte nur, dass sie fröhlich ist. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Machen wir doch eine kleine Geschenkefeier für Ruby. Das ist eine steinstarke Idee. Oh ja, oh ja. Und wir können sie damit überraschen. Wir lieben Überraschungen. Moment mal, Freunde. Augenblick. Also, was ist Ruby am liebsten? Das weiß ich. Die süßen Blasen. Oh ja, ja, ja. Süße Blasen mag sie am liebsten, das weiß ich auch. Wir sammeln sie gleich morgen früh, wenn die große helle Scheibe aufgeht. Ja, wir bereiten Ruby den schönsten Schlüpftag aller Zeiten. Was ist, wenn Ruby uns entdeckt? Dann ist die Überraschung kaputt. Ruby ist mit Waschen beschäftigt. Das ist ein guter Zeitpunkt. Wo wollen wir denn hier süße Blasen finden, Freunde? Immerhin wachsen die nicht auf Bäumen. Nein, Sera, aber sie wachsen versteckt an Büschen in wucherndem Gras. In wucherndem Gras? Nein. Es spielt keine Rolle, wo sie wachsen, wenn sie Ruby nur wieder fröhlich machen. Und dafür würden wir überall hingehen, richtig? Richtig. Richtig? Und los! Thank you.
doch gelacht. Gut, jeder schnappt sich ein Ende. Das war kein Felsen. Oh nein, nein, nein. Ein Felsen? Was macht ihr Kinder eigentlich hier? Wir wollen süße Blasen sammeln. Ach was, aber diese gehören mir. Sucht gefälligst irgendwo anders. Ohne die süßen Blasen werden wir auf gar keinen Fall wieder von hier weggehen. Ist das klar? Igitt! Das war echt gemein. Was wir tun jetzt? Ich bin ein Schafzahn. Ich kann ihm Angst einjagen. Er nicht sehr viel Angst. Und wenn wir ihm sagen, wozu wir die süßen Blasen brauchen? Er wird vor lauter Fresserei gar nicht zuhören. Kannst doch mal versuchen. Entschuldigung, wir brauchen die süßen Blasen für den Schlüpftag unserer Freundin. Die isst sie am liebsten. Schlüpftag? Sagtest du gerade Schlüpftag? Schon als Schlüpfling habe ich meinen Schlüpftag am liebsten gefeiert. Nehmt so viele ihr wollt. Es hat geklappt. Es geht doch nichts über den Schlüpftag, wenn man sich Dino wohlfühlen will. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Nicht mit meiner Familie zusammen sein, aber dafür mit meinen Freunden. Und wenn ich nicht allein bin, dann muss ich mich auch nicht allein fühlen. Aber zuerst muss ich mal meine Freunde finden. Was für ein schöner Geschenkeplatz. Ach, sollte nicht vielleicht jemand, der sich ein bisschen besser mit Geschenkefeiern auskennt, die Anweisungen geben? Oh? Das ist Ruby. Oh nein, nein, nein. Ducky, Chomper, wir halten sie auf. Zera, du bereitest den Rest vor. Alles klar. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hallo, Ruby. Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir wollten nur... Wir haben gerade einen langen Spaziergang hinter uns. Wir sind fix und fertig. Das sind wir. Oh ja. Oh, also ich hab gehofft, wir könnten zusammen sein und ein bisschen spielen. Wir machen erst mal ein Nickerchen. Vielleicht spielen wir später. Oh, na schön. Dann gehe ich eben zu meinem Nachdenkeplatz und sehe mir meinen Schlüpftagstern an. Ich denke, ein einsamer Schlüpftag ist besser als gar kein Schlüpftag. Denn wenn ich keinen Schlüpftag hätte, dann wäre ich nicht aus dem Ei geschlüpft. Und wenn man nicht geschlüpft ist, dann ist man noch einsamer als an einem einsamen Schlüpftag. Oh nein! Herzschütteln! Oh nein! Ruby schreit um Hilfe! Sie ist an ihrem Nachdenkeplatz. Los, mir nach!
Schlüpftag darf nicht mein letzter Tag sein! Dass ich da drin war. Wir haben deine Schreie gehört und Chompa wusste genau, wo du bist. Was könnte man sich sonst noch wünschen, als so tolle Freunde wie ihr es seid? Naja. Du könntest dir eine Schlüpftag-Überraschung wünschen. Eine Schlüpftag-Überraschung? Was für eine Überraschung! Oh nein! Unsere schönen Geschenke. Die süßen Blasen. Durch das Erdschütteln müssen Steine runtergerollt sein. Wir hatten eine kleine Schlüpftag-Überraschung für dich vorbereitet. Ja, dein Lieblingsessen, süße Blasen. Hier, die waren für dich, Ruby. Tut mir leid, dass dein Schlüpftag nicht ganz so fröhlich ist. Aber er ist doch ganz fröhlich. Ja, das ist er. Mein Schlüpftagstern. Wisst ihr, ich bin zwar nicht bei meiner Familie, aber ich fühle mich bei euch wie zu Hause.